Ja, ich zeige euch erstmal für den Chicken Burger, was wir da alles brauchen. Ich habe jetzt hier 600 Gramm Hähnchenbrust. Das sind relativ dünne. Wenn ihr ein bisschen dickere habt, schneidet sie einfach gerade in der Mitte einmal durch. Dann habe ich hier meine selbstgemachten Burger Buns. Wie ich die mache, verlinke ich euch direkt mal hier oben, wie ich die gemacht habe. Dann brauchen wir dann entsprechend ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Pulled Piggy habe ich jetzt hier. Normalerweise wollte ich eigentlich Magic Dust nehmen oder einen Magic Dust. Habe mich aber für Pulled Piggy entschieden, weil da ein bisschen Räucheraromen drin sind. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Könnt aber entsprechend auch einfach ein Magic Dust oder sonstige Gewürze nehmen. Wir brauchen ein bisschen Mehl, Cheddar und dann nachher noch zum Belegen der Burger halt ein bisschen Salat und was halt an Soße drauf soll. Dann fangen wir jetzt an, die Hähnchenbrüste entsprechend vorzubereiten. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Teller, wo wir jetzt gleich ein bisschen Mehl drauf geben. Ja, das ist dann das, wo wir das Hähnchen da drin panieren. Dazu geben wir im Prinzip jetzt ein bisschen Salz- und Pfeffermischung und rühren das dann gleich entsprechend einfach ein bisschen um. Ja, so, das war jetzt der leichte Part. Und dann gehen wir gleich auch zum zweiten Part über. Dass es auch so ein schönes Crispy Chicken wird, machen wir uns noch eine zweite Panade. Dafür nehmen wir eine Schüssel, geben auch wieder Mehl in die Schüssel. So, das sollte schon reichen. So, dann geben wir einen guten Schuss von dem Pulled Piggy hinzu. Können wir auch schon mal ein bisschen verrühren hier. Daran sieht man auch ganz gut, wie die Farbe ist. Wenn es so eine schöne rötliche Farbe hat, würde ich es so lassen. Also ich würde sagen, jetzt haben wir gute 2 Esslöffel drin. Machen wir noch einen Esslöffel. So. Und jetzt geben wir da sukzessive einfach ein bisschen Wasser dazu. Da gibt es auch keine genaue Angabe dafür, so dass es ein bisschen flüssig noch ist. So lassen wir es jetzt auch schon. Und dann haben wir im Prinzip unsere Vorbereitung für die Panade schon getroffen. Im nächsten Schritt nehmen wir jetzt unsere ganzen Hühnerbrüstchen und geben sie hier in unser Salz-Pfeffer-Mehl. Und dann, das machen wir jetzt erstmal mit allen. Legen wir erstmal daneben. Hoppala. So, dass die alle schön einmal meliert sind. Kleben die auch nicht mehr so. So, jetzt haben wir sie alle fertig und jetzt gehen wir im Prinzip hin und geben unsere Hähnchenbrüste hier drüben einmal in die Flüssigpanade, sage ich mal. Und dann geben wir sie die gerade nochmal hier schön in das Mehl, dass das so ein bisschen auch krümelt. Das ist gar nicht schlimm, das ist eher gewollt, weil dadurch entstehen nachher so ein bisschen die Flöckchen. Und so machen wir das jetzt mit jeder einzelnen Hähnchenbrust, dass sie schön paniert sind. Und dann gehen wir gleich an den Grill und bereiten entsprechend unseren Topf vor zum Frittieren. So sehen die fertigen panierten Hähnchen jetzt aus. Den Topf habe ich schon auf den Herd gestellt mit einem Liter Öl, beziehungsweise am Grill, am Seitenbrenner. Da lassen wir jetzt das Öl erstmal heiß werden und dann frittieren wir die ersten Hähnchen.
So, der Topf steht auf dem Seitenbrenner. Wir gehen mal mit einem Schaschlikspieß aus Holz rein und gucken, ob an dem Spieß unten Blasen sind. Ja, und die bilden sich. Also das heißt, Fett ist heiß genug. Jetzt geben wir die ersten zwei Hähnchen rein. Und es fängt auch direkt an zu blubbern. So, umrühren. Und dann lassen wir das jetzt schön ein paar Minuten im Öl ausbacken. Parallel dazu habe ich schon meine Burgerbrötchen aufgeschnitten mit ein bisschen Butter. Die gehen gleich auf die Plansche. Und dann sehen wir uns gleich, wenn das Hähnchen goldbraun ist, zum Belegen wieder. So sieht das Hähnchen jetzt aus. Jetzt legen wir es, ist schön groß geworden, goldbraun. Jetzt legen wir es noch ein bisschen auf den Grill und wir backen es mit unserem Cheddar. Das machen wir jetzt erstmal. So, und jetzt geht es noch indirekt einfach mit den Burgerbrötchen auf den Grill und dann belegen wir das Ganze gleich. So, wir belegen jetzt unser Burgerbrötchen. Für mich brauchen Chicken Burger nicht viel, nur ein bisschen Mayonnaise. Die hätte ich eigentlich ganz gerne auch selber gemacht. Dazu kann ich euch auch direkt mal hier oben ein Video verlinken, wie ihr Mayonnaise ganz schnell selber macht. Mir sind nur ja, die Eier ausgegangen im Haus. So, dann machen wir noch ein bisschen den obligatorischen Salat drauf. Und dann haben wir unseren mit Käse überbackenen Chicken Patty. So, fertig ist unser Burger. Der sieht schon mal echt hervorragend aus. Ich mache mal ein bisschen hoch. Das flutscht schon ein bisschen weg. Der sieht einfach richtig, richtig lecker aus. Ich freue mich da jetzt drauf, gleich reinzubeißen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn euch auch die anderen Videos gefallen, abonniert mich auch gerne. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie euch das Video mit dem Chicken Burger oder mit dem Cheesy Chicken Burger gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis bald, euer Mein Barbecue.